Hallo Leute, da bin ich's mal wieder, euer WW-Sammler 14 mit einem neuen Video. Ja, endlich aus dem Plasma Blast Pre-Release in München gekommen, also gerade im Zug zurück nach Hause. Und ja, ich filme gerade mit einer anderen Kamera, deshalb nicht wundern, warum irgendwie Qualität nicht so toll ist, aber egal. Auf jeden Fall, Pre-Release war super, bin Zweiter geworden. Jo, dann zeige ich euch doch erstmal mein Deck, mit dem ich gespielt habe. So. Also, meine ganzen Pokémon-Energien hatte ich natürlich noch, Pflanzen- und Bodenenergien drin. Ja, jetzt zeige ich jetzt erstmal. Ich hatte Axel Gore gespielt mit zwei Shelmet, habe ich aber kein einziges Mal gebraucht irgendwie. Dropius auch, glaube ich, nur einmal gebraucht, wenn überhaupt. Die beiden waren meine Hauptangreifer, also die haben mir viel gebracht im Spiel. Sock und Throw. Dann 4 Kangama, einfach aus dem Grund, mit Call for Family und Komet Punch, weil man einfach nicht auf Energien angewiesen ist, sondern einfach irgendwelche nehmen kann. So, das waren meine Pokémons fast. Da hinten ist noch eins, aber das zeige ich euch dann. Dann haben wir eine Plasma-Energie, 2 Silver Bangle, ein Ultraball, einen Catch habe ich gezogen, sehr geil, eine Caitlyn. Und mein Haupt-Pokémon war Virizion EX. Das habe ich aus meinen 6 Plasma-Boostern gezogen. Also wie gesagt, sehr, sehr geile Karte. Auf jeden Fall. Genial. Okay. Dann zeige ich euch mal die Karten. Also gewonnen habe ich dann noch die Stuff-Promo. Porygon Z aus dem Black and White Plasma Freeze Pre-Release. Aus dem Stuff, also hier unten steht Stuff, Judge, also die hat man bekommen, habe ich bekommen als Zweiter. Und natürlich, die kriegt jeder, Porygon Z, das normale Black and White Plasma Blast. Ja, dann habe ich bekommen einen Booster und so weiter. Dann zeige ich euch mal die Karten, die ich sonst noch gezogen habe. Also das sind die besten gewesen halt, also mit Virizion EX und Turtok Holo und Electros Holo und ein Suicune Rare. Ich kann es euch noch mal hier durchzeigen, die Artworks. Das waren meine ersten Booster, die ich geöffnet habe vom Plasma Blast, weil ich habe ja zu Hause 2 Displays stehen, aber die, wie gesagt, ich noch nicht öffnen konnte, weil ich ja heute, die kamen heute mit der Post und da war ich, wie gesagt, in München beim Pre-Release. So, und dann habe ich mir noch erkaufen können für 20 Euro. Ein Genesec DX normal, sehr genial. Vor allem, weil Genesec und Viridium, wenn man die zusammenspielt, kann ich euch mal zeigen. Also, das wird die häufigste Combo sein, die gespielt wird: Viridium und Genesec. Ich glaube zwar nicht, dass ich die Combo so lange halten wird, einfach wegen der Feuerschwäche. Denn wenn jemand ein gutes Feuerdeck erstellt, dann ja. Aber auf jeden Fall, das ist zurzeit das Deck, das am meisten gespielt wird. Schon mal die ersten 2, ich werde das, denke ich mal, auch spielen. Sonst spiele ich ja noch das alte Plasma-Deck. So, und dann haben wir hier das Plasma Blast Display aus dem Pre-Release, das ich mir gekauft habe. Das erste Display. Und dann habe ich zu Hause, wie gesagt, 2 bzw. 1 noch stehen. Und die werde ich dann für euch öffnen. Also sehr cool. Also war eigentlich erfolgreiches Preview, Pre-Release. Auf jeden Fall, es wurde noch eine Shiny gezogen, die Alga und so weiter. Das war's dann von mir eigentlich schon. Hier habe ich noch doppelte Karten, die noch zum Tausch stehen einfach. Hier Deoxys, Voltolos, wer das noch braucht, beide Englisch. Ich suche vielleicht ein deutsches. Und hier sind halt Plasma Blast Online-Codes, die ich aber selber brauche. Wer da welche hat, auch bitte melden. Kann, brauche ich immer mehr. Okay, das war's dann auf jeden Fall von dem Video und ich sage dann tschüss, bis dann.